Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir diese Weltoffenheit, die Wien im Moment hat, bewahren und ausbauen. Ich kann mich erinnern, ich als Jugendlicher in den 70er Jahren, das war eine tote, graue Stadt am Ostblock. Und ich hoffe, dass die Stadtregierung und auch wir Bürgerinnen und Bürger das weiterhin pflegen können, dass es bunt bleibt und vielfältig. Die Clubs sollten länger offen haben. Das Öffi-System gehört ausgebaut. Also ich bin ja pro Radfahrer, pro Öffi und Anti-Autos in der Stadt. Und dass halt irgendwie solche Umzüge oder so Paraden mehr stattfinden im Sommer. Ansonsten bin ich mit Wien recht zufrieden. Ich wohne gleich in der Seitenstraße von der Marienhilfestraße. Und das mit dem 13a zum Beispiel, das ist halt schon ein Grundproblem, dass der jetzt da durchfährt. Was ist das Problem mit dem 13a? Dass er halt einfach laut ist und ja, er fährt halt ziemlich oft. Leistbares Wohnen, das blöde Stichwort, sagt jeder, aber das ist ganz sicher Thema. Bildung, vielleicht auch ein bisschen was tun in der Stimmung der Öffentlichkeit, dass wir aufhören mit diesem Stigmatisieren von Bezirken oder von Grätzeln oder einzelnen Schulen als Brennpunktschulen, das finde ich so grauenhaft. Ich glaube, wird ein richtiger, guter Bürgermeister werden. Er ist bis jetzt immer im Hintergrund gewesen, aber ich glaube kompetent, sehr kompetent ist er. Michael Häupl hat einiges vorgelegt, finde ich, weil ich finde, er war ein cooler Bürgermeister. War nicht immer so wirklich straight politikermäßig, sondern war irgendwie lockerer, lässiger. Ich mache mir offen gestanden auch ein bisschen Sorgen, ob quasi die neue Regierung nicht doch ein bisschen immer wieder mit der FPÖ dann liebäugelt. Nichts gegen die Wählerinnen und Wähler der FPÖ, aber ich würde sie nicht gerne in der Regierung haben in Wien.